Die noch schlechtere ist, Antikosmo gelang die Flucht. Und jetzt noch die grauenvolle? Er ist am Mobiltelefon und will dich. Und der Angerufene zahlt. Deine Versicherung wird auch das nicht übernehmen. Hallo? Ja, die anfallenden Kosten zahle ich. Cosmo, alter Freund, da wir beide einen Teil des jeweils anderen in uns tragen, sehe ich keinen Grund für Zwistigkeiten. Aber ich warne dich, stell mir nicht nach. Ich sagte, stell mir nicht nach. Ciao, Timmy, ciao, Wanda. Oh, was ist denn los? Das war ja merkwürdig. Für eine Sekunde, kurz bevor er verschwand, klang Antikosmos Stimme genau wie die von Cosmo. Ja, du glaubst doch nicht, dass sie noch mehr transplantiert haben als die Verwandlungsdrüse. Ah, verwerf den Gedanken. Clarice, was hast du hier verloren? Hast du Wanda gesehen?